Du hast eine brandneue Webseite und möchtest jetzt in das Thema Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO einsteigen. Wir haben dir in den letzten paar Wochen beigebracht, wie du komplett ohne Coding-Kenntnisse eine eigene Seite bauen kannst. Das ist hier die Seite von Leo. Der hat mittlerweile eine vernünftige Startseite mit ein paar Referenzen. Man kann Kontakt zu ihm aufnehmen und theoretisch kann er jetzt schon anfangen, dass er mit seinem Business ein bisschen Geld nebenbei verdient. Falls du auch ein lokales Business hast, würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, unseren Local SEO Guide anzuschauen. Dort gebe ich dir diverse Tipps, was du machen kannst, wenn du quasi Künstler oder irgendein Geschäft hast, das auf Laufkundschaft angewiesen ist, beziehungsweise aus Kundschaft in deiner unmittelbaren Umgebung. Heute gehen wir allerdings nicht auf das Thema Local SEO ein, sondern eher so globales SEO, wenn man so möchte, wobei natürlich Local SEO dabei auch wichtig ist. Und wir starten, indem wir ein SEO-Plugin installieren. Dazu gehen wir ins Backend der WordPress-Installation. Dort haben wir den Punkt Plugins. Und dort können wir sagen, neues Plugin hinzufügen. Hier kannst du jetzt oben in die Suchleiste gehen, bei Plugins durchsuchen und du gibst hier einmal RankMath ein. Es gibt zwei große SEO-Plugins, die so richtig viele Seiten betreuen. Das ist einmal Yoast SEO. Das ist das mit der meisten Tradition, wenn man so möchte, das auch auf den meisten Seiten installiert ist. Und dann gibt es noch so als Alternative dazu RankMath SEO. RankMath ist wesentlich jünger, also es hat 5 Jahre weniger auf dem Buckel als Yoast. Das ist natürlich nicht immer automatisch gut. Es ist aber in dem Fall so, dass einfach der Code etwas frischer ist und weniger von den Altlasten, die bei Yoast hier und da so minimal noch vorhanden sind, nicht vorhanden sind bei RankMath. Das ist eben gut. Und ansonsten hat man noch den anderen Vorteil. RankMath hat es bisher in mehreren Jahren geschafft, ein- oder zweimal eine Seite lahmzulegen. Es kommt aber ein- bis zweimal pro Jahr vor, dass nahezu alle Seiten, die auf Yoast basieren, irgendeinen Fehler haben. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Die Qualitätskontrolle bei Yoast müsste eigentlich besser sein, aber in meiner Erfahrung kommt es eben so im Schnitt einmal pro Jahr vor, dass irgendein Update von Yoast dafür sorgt, dass deine Seite zumindest kurzzeitig nicht funktioniert. Das ist immer ein bisschen nervig und bei RankMath ist mir das bisher wesentlich weniger passiert. Wir schalten mal hier alle Notices weg, die uns ein bisschen nerven und dann sagen wir hier quasi, wir möchten jetzt in die Einstellungen von RankMath gehen. Das passiert jetzt hier unter RankMath SEO. Der möchte jetzt, dass man einen Account verknüpft. Falls du noch keinen Account hast, klickst du hier quasi auf Connect Your Account oder auch wenn du einen hast und dann kannst du dich hier neu einloggen, mit einem dieser Services registrieren oder nutzt einfach E-Mail und Passwort. Also du kannst dich auf der Seite selbst registrieren. Das habe ich schon mal vor einer halben Ewigkeit gemacht. Deswegen bin ich auch der 7800. Olli, der sich dort registriert hat. Und dann können wir uns hier quasi verknüpfen mit dem Account, den wir bei RankMath haben. Jetzt kommen hier einige Fragen, die gestellt werden, weil das Plugin quasi dafür sorgen will, dass du ideal gefunden wirst. Wir sagen hier, wir möchten die erweiterte Setup-Sache durchgehen. Das ist grundsätzlich ein bisschen besser. Dann sagen wir starten und dann können wir erstmal einstellen, was das hier ist. Das ist kein privater Blog, sondern eine Webseite für ein kleines Unternehmen. Das ist meistens die beste Wahl, gerade wenn du jetzt irgendwie startest ins Unternehmertum. Die Geschäftsart. Hier gibt es diverse Möglichkeiten, die man aussuchen kann. Es gibt auch eine Suche hier oben. Wenn wir jetzt irgendwie nach Graffiti suchen, kommt natürlich nichts. Wenn wir nach Design suchen, dann kommt hier komischerweise auch nichts. Und es ist fast jedes Mal so. Also ich habe noch nie irgendwie gefunden, dass es hier eine Art der Organisation gibt, die so richtig passt auf das, was jemand macht. Deswegen ist es meistens am leichtesten, einfach Organization auszuwählen oder lokales Geschäft ist vielleicht in dem Fall auch ganz okay, weil wir ja gerade in der Umgebung so ein bisschen wachsen wollen und Aufträge abgreifen wollen. Der Name der Webseite ist bei uns nicht die Domain, sondern der Name wirklich selbst, ohne das .de am Ende. Das wirkt hier ein bisschen besser, damit es so bei Google auftaucht. Man könnte einen alternativen Namen eingeben. Das ist also zum Beispiel, wenn du ein Akronym oder einen kürzeren Namen hast. Wenn du jetzt zum Beispiel hier quasi die Nextab Web Design AG angibst, könntest du jetzt hier Nextab angeben. Wäre ein Beispiel. In den meisten Fällen kommt es eher nicht vor. Man könnte hier mit LF arbeiten oder sowas, aber auch nicht so sinnvoll. Name der Person / Organisation und da wollen wir quasi, dass auch Leos Farbwelt auftaucht, weil wir mit diesem Brand nach außen auftreten wollen. Jetzt hier ein Logo für Google. Er sagt uns auch schon, er möchte hier ein quadratisches Bild, das für die Suchmaschinen bevorzugt wird. Hier können wir jetzt das Favicon verwenden, das wir im letzten Video bei den Optimierungen der Seite nach Live-Schaltung noch ganz zuletzt hinzugefügt haben. Das ist hierfür perfekt geeignet. Dann können wir noch ein standardmäßiges Bild zum Teilen in Social Media einstellen.
Das ist quasi so, wenn du vergisst, auf einer Unterseite ein eigenes Bild für Social Media zu hinterlegen. Dann könntest du das hier quasi so standardmäßig festlegen. Das haben wir jetzt hier nicht vorbereitet, ist aber empfehlenswert. Er sagt uns auch, das wäre hier 1200 mal 630. Wenn du also zum Beispiel, wie in unserem Fall, so ein Logo hast, das zum Beispiel so ausschaut, könntest du das Logo nehmen und zwar an die linke Seite und dann schreibst du eben rechts daneben in großen Lettern Leos Farbwelt oder sowas und dann packst du das quasi einmal als Grafik fertig. Noch ein bisschen cooler, wenn du noch ein schönes Bild von dir dazu packst oder ein Hintergrundbild und das Ganze sich einfach sehen lassen kann, dann packst du das hier rein. Ansonsten sind wir hier durch und wir können quasi weitermachen. Jetzt können wir hier die Google-Dienste verbinden. Das ist einmal die Search Console und Google Analytics. Wir testen das mal aus. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig, ob das gut funktioniert. Der möchte jetzt, dass wir rüber zu Google gehen. Du brauchst hier logischerweise einen Google-Account. Ich kann hier einen Firmen-Account verwenden dafür. Und dann wird der quasi jetzt hier mit RankMath verbunden. Wir sagen weiter. Und dann möchte er nochmal Zugriffsrechte anfordern. Dann sagen wir ja, wir vertrauen RankMath in dem Fall. Ist bisher noch nichts Schlimmes passiert. Und dann landen wir wieder hier. Der hat jetzt noch nicht die Möglichkeit, bei der Webseite hier diese neue Webseite auszuwählen, weil wir die noch nicht in der Search Console angelegt haben. Das machen wir quasi gleich. Dementsprechend lassen wir diesen Punkt erstmal aus und sagen jetzt, wir möchten den Schritt hier unten überspringen. Ja, die ganzen anderen Sachen, die es hier noch gibt mit Analytics und sonst was, die können wir auch überspringen für diesen Punkt. Jetzt kommen wir hier zum Thema Sitemaps. Eine Sitemap ist quasi eine Auflistung wie ein Inhaltsverzeichnis, welche Seiten es alles bei dir auf deiner Domain gibt. Das ist ultra sinnvoll, weil es quasi die Chancen steigert, dass zum Beispiel irgendein neuer Blogbeitrag, den du geschrieben hast, auch bei Google gefunden werden kann. Deswegen wollen wir die auf jeden Fall haben. Man kann sich hier nur überlegen, für was wir die alles haben wollen. Wir haben zum Beispiel aktuell keine Projekte, deswegen würde ich die Projekte jetzt einfach mal abschalten. Ja, wir brauchen dafür keine Sitemap. Die Bilder einzubinden ist meistens sinnvoll und hier bei den Kategorien sollte man nicht so viel auswählen, also nicht noch die Projektkategorien und die Projekttags oder die normalen Tags. Also Kategorien reicht hier eigentlich immer aus. Wir sagen wieder Speichern und Fortfahren und jetzt kommt hier die Optimierungsoption. Er sagt hier zum Beispiel, dass er die Kategorien und die Schlagwortarchive, die leer sind, auf No-Index setzen will. No-Index heißt, tauch bitte nicht in der Google-Suche auf. Das ist total sinnvoll. Wenn da nichts drinsteht, soll es nicht bei Google auftauchen. Sondern wir wollen immer nur dann, wenn wir einen Mehrwert liefern, wenn unsere Seite quasi was Sinnvolles macht, bei Google auch gelistet werden. Also lassen wir das an. Wir könnten ja einstellen, dass automatisch das Attribut Relation ist gleich No-Follow bei externen Links hinzugefügt wird. Das ist manchmal sinnvoll, vielleicht ist es sinnvoll für größere Magazine, die irgendwie 700 Mal am Tag nach draußen linken. Für dich und deinen persönlichen Blog oder deine neue Unternehmensseite ist es nicht sinnvoll, also meistens nicht zumindest. Du kannst hier noch einstellen, dass externe Links automatisch in einem neuen Tab oder Fenster geöffnet werden. Das ist sinnvoll. Das sorgt also dafür, wenn du jetzt einen Link setzt auf irgendein Facebook-Profil oder sowas von dir und du vergisst jetzt dieses Target Blank einzutragen, dass ich das in einem neuen Tab öffnen soll, dass das automatisch geschieht. Das ist deshalb gut, weil wenn die Person, die deine Seite besucht hat, abschließend, wenn sie auf der anderen Seite durch ist, das Tab schließt, landet sie wieder auf dem Tab, auf dem sie vorher war, also auf deiner Webseite. Das heißt, du hast einfach mehr Chancen, dass dir der Besucher nicht verloren geht und länger auf deiner Seite Zeit verbringt, was immer in deinem Interesse ist, weil die Chance steigt, dass er dann bei dir irgendwas abschließt, was kauft, Kontakt mit dir aufnimmt und so weiter. Also sind wir hier auch durch und jetzt können wir eigentlich noch mehr machen. Wir können hier das automatische Update des Plugins einschalten. Das ist grundsätzlich okay, das können wir also auch machen. Und jetzt kann man noch in die erweiterten Optionen, die können wir mal schnell durchschauen, sind aber meistens offen gestanden nicht so mega relevant. Er sagt jetzt, wir haben ja eine Rollenverwaltung. Das heißt, wir können jetzt quasi sagen, welche Usergruppe darf was, was auf SEO bezogen ist, verwalten. Die Standardeinstellungen sind hier immer gut. Also das ist immer in Ordnung, einfach speichern und fortfahren. Dann können wir hier sagen, ob wir einen 404-Monitor haben wollen. Das heißt, jemand ruft eine Unterseite bei dir auf und er landet auf der 404-Seite. Also das heißt, er hat gedacht, er findet dort einen Beitrag von dir und dann ist der Beitrag weg. Vielleicht, weil du den auf privat gestellt hast. Vielleicht, weil du den weiterleiten wolltest, aber du hast die Weiterleitung vergessen einzuschalten oder sowas. Das ist super sinnvoll, weil zu viele 404-Fehler dafür sorgen können, dass du abgestraft wirst und deine Seite nicht mehr so gut bei Google und Co. gerankt wird. Dementsprechend würde ich den 404-Monitor auf jeden Fall anschalten.
Dann hast du auch noch die Möglichkeit, dass du temporäre oder permanente Umleitungen einrichten kannst. Das brauchen wir jetzt offen gestanden noch nicht. Falls du aber deine Webseite zum Beispiel gerade neu gestaltest und du hattest vorher andere URLs, das heißt, du hattest mal eine alte Über-mich-Seite, die hieß zum Beispiel über-mich.htm, weil deine alte Webseite eine statische HTML-Seite war und die heißt jetzt zukünftig nur noch /über-mich, ohne HTML am Ende, weil WordPress kein HTML am Ende setzt. Dann wäre es total sinnvoll, hier zum Beispiel eine Umleitung einzurichten, dass eben die alte URL auf die neue URL weiterleitet. Das solltest du überall machen, wenn sich die URLs geändert haben, wie du das grundsätzlich auch über die HTAccess machen kannst oder dir einen Weiterleitungskatalog anlegen kannst. Dazu haben wir ein eigenes Video, das verlinken wir dir mal unten in der Videobeschreibung. Kannst du mal reinschauen, ist meiner Ansicht nach die beste Vorgehensweise. Wir brauchen das jetzt hier nicht, weil es eine brandneue Seite ist. Also gehen wir hier wieder weiter. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, Schema Markup hinzuzufügen. Das sorgt dafür, dass unsere Blogartikel besser gefunden werden können bzw. besser von Google verstanden werden können. Dementsprechend wollen wir das haben. Wir wollen hier sagen, dass Beiträge bei uns Artikel sind. Das ist eigentlich auch immer richtig. Seiten kann man hier auch auf Artikel lassen. Also man muss hier meistens wenig ändern. Wir sehen, den Artikel-Type ist einmal Artikel und einmal Blogbeitrag. Das passt quasi alles. Und bei Projekten könnte man jetzt irgendwie sowas einstellen wie Referenzen, wenn es eben sowas geben würde, ist hier aber nicht dabei. Ein Service könnte auch ein Projekt sein, falls du in deinen Projekten eben sagst, was du für verschiedene Dienstleistungen erbringst. Dann wäre das total sinnvoll. Ansonsten im Zweifel immer Artikel einstellen. Das funktioniert eben immer. Wir brauchen hier aber keinen, weil wir mit den Projekten nichts machen. Also sind wir hier auch durch und jetzt landen wir hier in der Übersicht im Dashboard von RankMath. Hier hast du auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit, einzelne Module an- und auszuschalten. Aber man sieht schon, es gibt hier so einiges. Es wirkt ein bisschen übertrieben, also man kann eigentlich zu viel machen. Aber keine Sorge, wir steigen da durch, weil wir ja alles eins nach dem anderen dran nehmen. Falls dir das alles ein bisschen zu viel vorkommt, kannst du hier oben auch immer zurück auf den einfachen Modus schalten. Würde ich aber nicht machen. Ich finde eigentlich, dass das mit der Zeit so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht. Wir wollen jetzt zurück auf unsere Seiten gehen, weil wir bei den Seiten einmal die Datenschutzerklärung haben und das Impressum und die nicht bei Google auftauchen sollen. Dazu können wir jetzt hier oben auf diesen Button klicken, das ist der RankMath-Button. Und hier haben wir jetzt einmal so die grundsätzliche Vorgehensweise, wie das immer funktioniert. Und zwar ist der relevanteste Teil, dass du hier ein Fokus-Schlüsselwort für die jeweilige Seite eingibst. Das Fokus-Schlüsselwort ist quasi der Begriff, den jemand bei Google eingeben soll, und dann soll deine Seite angezeigt werden. Das heißt, wenn du jetzt Graffiti-Künstler aus Lüneburg bist, wäre jetzt zum Beispiel Graffiti ein total relevanter Begriff für dich. In der Datenschutzerklärung haben wir eigentlich keinen solchen Begriff. Wir können jetzt hier Datenschutz dahinschreiben. Wir können es aber auch offen gestanden lassen, weil wir jetzt wollen, dass diese Seite eigentlich gar nicht rankt. Dazu können wir hier auf die erweiterten Optionen, das ist der zweite Punkt, und dann wollen wir, dass das Ganze nicht im Index von Google landet, also klicken wir keinen Index an. Wir können auch nochmal auf No Follow klicken, das heißt, dass die Links, die auf der Seite gesetzt sind, nicht verfolgt werden sollen vom Crawler. Das ist quasi egal, aber auch nicht unsinnvoll, also machen wir das quasi auch noch an. Dann sind wir hier quasi durch. Man könnte jetzt hier noch die Vorschau in der Google-Suche anpassen, aber es kommt hier auch der Hinweis, wir haben eigentlich Noindex aktiviert und dementsprechend wird die Seite normalerweise zumindest nicht in den Suchergebnissen angezeigt. Also von daher können wir uns diesen Aufwand sparen und sind hier eigentlich schon durch. Wir aktualisieren die Seite und haben jetzt die Chance gesteigert, dass wir nicht abgemahnt werden, weil irgendwelche Crawler, also kleine automatisierte Bots, die quasi durchs Internet rennen und jetzt nach Datenschutzerklärungen suchen, es etwas schwerer haben werden, unsere Datenschutzerklärung zu finden, weil die nicht mehr bei Google gelistet wird. Das gleiche machen wir jetzt nochmal beim Impressum. Das heißt, wir gehen hier rein, klicken auf den RankMath-Button, sagen, dass das Fokus-Schlüsselwort Impressum ist, obwohl es wie gesagt egal ist. Dann haben wir hier einen besseren Score, den erkläre ich gleich noch. Und dann gehen wir hier auch auf Erweitert, sagen kein Index, No Follow und wir aktualisieren wieder. Bei unserer letzten Seite, der Hauptseite, wird es jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich wollen, dass die rankt, ist ja logisch. Das heißt, wir gehen hier auch auf Bearbeiten und jetzt machen wir mal eine richtige Suchmaschinenoptimierung. Wir klicken also auf RankMath und sagen jetzt zum Beispiel, wir möchten auf Graffiti ranken. Das ist für uns eigentlich das Relevanteste. Jetzt fängt es direkt an und das RankMath sagt uns, ob unsere Seite denn auf dieses Schlüsselwort optimiert ist.
Es ist jetzt wichtig, dass man das nicht als Religion sieht. Das ist hier kein ganz oder gar nicht. Es gibt viele Leute, die versuchen jetzt am Ende hier auf diese 100 von 100 Punkte zu kommen, aber das ist meistens relativ unmöglich. Also weil du so viele Sachen machen musst, damit du wirklich durch die Bank weg komplett suchmaschinenoptimiert bist. Es ist auch so, dass es in den meisten Industrien sich so verhält, dass es entweder Leute gibt, die wirklich stark in ihrem jeweiligen Fach sind und die dann offen gestanden ganz wenig Ahnung von Online-Marketing haben, oder die wirklich gut in Online-Marketing sind, aber wenig Ahnung von ihrem Fach haben. Also genau das Umgekehrte. Wenn du in deinem Fach ziemlich gut bist und zusätzlich noch ein bisschen Ahnung von Online-Marketing hast, hast du automatisch schon eine gute Chance, dass du bei Google und Co., also bei anderen Suchmaschinen, Bing und so gibt es ja auch noch, gefunden wirst. Also mach dich deshalb nicht verrückt, du musst hier nicht immer auf 100 von 100 Punkten kommen. Grundsätzlich ist es so, nachdem du festgelegt hast, was quasi dein Schlüsselbegriff ist, sagt dir jetzt RankMath mit diesen Tipps, was du machen kannst, um die Chance zu steigern, darauf auch gefunden zu werden. Es funktioniert insbesondere nicht so, dass du hier einmal Graffiti einträgst und jetzt auf magische Weise automatisch auf Graffiti ranken wirst. So ist es also nicht, sondern dieses ganze Tool gibt dir jetzt nur die Werkzeuge an die Hand, um dafür zu sorgen, dass die Chance steigt, dass du auf diesen Suchbegriff rankst. Das ist wichtig vom Verständnis her, ja? Das heißt, es ist quasi ein Werkzeugkoffer, der dir jetzt Möglichkeiten gibt und nicht, es ist so, ich gebe das jetzt ein und ich bin fertig. Unsere Arbeit fängt jetzt erst an. Wir sagen jetzt, wir möchten das Snippet bearbeiten. Das Snippet ist die Vorschau, wie unsere Seite aktuell bei Google gerankt werden würde und wir sehen, das sieht irgendwie äußerst mittelmäßig bis unterirdisch aus. Wir möchten jetzt hier den Titel überschreiben. Das hier sind automatische Tags, da hat ihr einen Titel, der Titel ist Startseite, das ist nicht gut, offensichtlich, und der Name der Seite, das ist leos-farbwelt.de. Wir wollen jetzt also Graffiti, Kunst in Lüneburg und Umgebung zum Beispiel eingeben und dann können wir hier mit einem Bindestrich arbeiten und dann machen wir hier Leos Farbwelt hin. Das ist wesentlich sinnvoller. Wir haben einmal unseren Brand Key, damit so ein bisschen der Name im Kopf hängen bleibt und jemand weiß, ah Moment, ich habe schon mal nach Graffiti gesucht, ich habe da irgendwas von so einem Leo gehört, das ist gut, das ist super, das unterzubringen. Und der wichtigste Teil ist eigentlich hier vorne und was du hier normalerweise machen willst, gerade wenn du eben jetzt nicht die Deutsche Telekom AG oder Siemens oder irgendeine international tätige Firma bist, du möchtest auch die Umgebung, also den Namen des Ortes mit reinbekommen. Denn wenn jetzt jemand nach Graffiti sucht, wirst du automatisch mit zahlreichen Graffiti-Künstlern in ganz Deutschland konkurrieren, vielleicht sogar mit welchen aus Amerika, wobei da Google meistens schlau genug ist, die Leute aus dem gleichen Land oder aus der Umgebung anzuzeigen. Wenn aber jemand nach Graffiti und Lüneburg sucht, ist jetzt dieser Teich quasi, in dem jemand sucht, wesentlich kleiner geworden und du bist in diesem Bereich einer der wenigen, die genau auf diese Suchbegriffe optimiert haben. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir haben wenig Konkurrenz. Wir sind in diesem etwas kleineren Teich, ich sage immer ein Wasserglas, ein großer Goldfisch und das ist besser als in einem riesigen Ozean, das gesamte Internet, ein Walfisch zu sein. Ja, weil prozentual gesehen kreist du so quasi mehr Leute ab. Unsere Beschreibung ist jetzt logischerweise irgendwas, was wir meistens auf der Hauptseite haben. Wir haben hier schon den gleichen Claim. Und wir sagen hier zum Beispiel, das ist ein Text, der hat ganz gut funktioniert. Den nehmen wir uns mal und den können wir hier einfügen. Du siehst jetzt hier immer, wie lange dein Text ist, das ist die erste Zahl, und wie lange dein Text sein sollte, das ist die zweite Zahl. Anhand dieser Balken siehst du auch eine Einschätzung, ist das schlecht, also zu kurz, das wäre rot, oder ist es gut, das wäre logischerweise grün. Du willst den Platz natürlich maximal ausnutzen, aber du solltest gleichzeitig nicht zu lang sein, sonst ist hier alles rot. Wir haben jetzt hier einzigartige Graffiti-Kunstwerke, wie? Jetzt können wir konkret auf unsere Dienstleistungen eingeben. Also das sind zum Beispiel wie aufwendig gestaltete Stromkästen, Wandverzierungen, oder was hatten wir noch? Wir hatten Fassadengestaltung, Graffiti-Logo-Design. Das sind unsere Sachen quasi, die wir haben wollen. Wandverzierungen oder Graffiti-Logo-Design in Lüneburg und Umgebung. So, und jetzt sehen wir schon, jetzt sind wir bei 140 Zeichen von 160. Man sollte jetzt dafür sorgen, dass sich das Ganze noch einigermaßen natürlich liest. Ja, was auch immer gut ist, ist, wenn man irgendwas angeben kann, was die Leute dazu bringt, dass sie jetzt klicken. Ja, quasi kostenloser Erstkontakt wäre hier noch eine Möglichkeit. Aber wir sehen schon, es wird jetzt ganz schnell wieder rot und wir sind ganz schnell zu lange. Ich glaube eigentlich, dass dieser Text so quasi ideal ist.
Wir sehen hier oben dann auch, wie das bei Google präsentiert werden würde. Wir haben es jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben mit dem Graffiti-Begriff. Auf der anderen Seite ist das offensichtlich der wichtigste Begriff für unser Business. Dementsprechend tut es jetzt nicht unendlich weh. Das ist jetzt eine schön optimierte Vorschau für Google und wir können hier einfach auf X klicken, keine Sorge, das heißt nicht Änderungen verwerfen, sondern die Änderungen werden hier quasi gespeichert. Wir schließen das Ganze. Jetzt sehen wir hier unten auch, dass plötzlich alles gut ist. Das ist schon mal schön. Wir sehen hier unten noch ein paar weitere Hinweise, doch die kann ich dir nur besser zeigen, wenn ich mal kurz auf die andere Seite switche. Wir können jetzt hier noch weitere Maßnahmen ergreifen. Wir könnten zum Beispiel den Inhalt noch ein bisschen aufblähen, damit er ein bisschen länger wird. Das ist etwas, was dir natürlich überlassen bleibt. Ansonsten siehst du auch, was immer sinnvoll ist, dass das Fokus-Schlüsselwort in den ersten 10% des Inhalts verwendest. Das ist natürlich total unsinnvoll, wenn du irgendwie sowas sagst wie, ich mache hier Graffiti-Kunst in Lüneburg, dann kommt die Hauptseite selbst und dann steht nirgendwo was davon, dass du Graffiti-Kunst in Lüneburg machst. Das ist natürlich für jemanden, der jetzt die Seite besucht und genau danach sucht, ein Stück weit frustrierend, aber das haben wir hier ja nicht. Wir haben ja quasi den gleichen Text hier oben. Das solltest du entsprechend auch so oder so ähnlich auf deiner Seite umsetzen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, zusätzliche Optionen anzusehen und dann sagt er uns zum Beispiel, wir könnten jetzt eine Keyword Density, also die Dichte dieses Keywords, wie oft das vorkommt, auf den gesamten Content gerechnet. Er sagt dir, die ist etwas hoch. Ja, wir haben hier 9-mal irgendwas mit Graffiti, was für so wenig Wörter, die wir auf der Seite verwendet haben, relativ viel ist. Das wirkt dann ein Stück weit wie Keyword Stuffing. Ja, das heißt, wir packen quasi unseren Inhalt voll mit unserem Keyword und es wirkt dann für Google so, als würden wir künstlich immer und immer wieder dieses Schlüsselwort verwenden, um darauf zu ranken. Und dann kommt genau das Gegenteil am Ende dabei raus, und zwar wir ranken schlechter darauf. Das ist ein bisschen irritierend, aber Google ist auch nicht dumm, die kriegen quasi mit, ob eine Seite optimiert ist oder überoptimiert ist. Ansonsten hat er noch die Option, dass wir die Content AI verwenden können, um die Page zu optimieren. Das ist quasi mit Hilfe von einer GPT können wir quasi uns Texte schreiben lassen, mit denen wir dann eben noch mehr Inhalt haben, der die Seite ein bisschen aufdreht. Ansonsten ist hier alles gut gemacht. Du kannst dir diese Sachen in Ruhe mal anschauen. Es gibt ansonsten auch immer die Möglichkeit, wenn man hier irgendwie auf die Fragezeichen klickt, man landet hier dann sehr schnell in der Knowledge Base von RankMath, in der du dich auch wirklich weiterbilden kannst zu quasi jedem Thema. Und da wird dir unter anderem auch erklärt, wie du quasi diese magischen 100 Punkte bekommst, also deinen Inhalt maximal optimiert ist auf den Suchbegriff, auf den du kommen willst. Das soll aber mal als Einführung in das Thema RankMath reichen. Wir können jetzt hier quasi aus der Seite rausgehen. Wir aktualisieren vorher nochmal. Und jetzt wäre der nächste sinnvolle Schritt, dass wir unsere neue Seite in der Google Search Console registrieren. Dazu geben wir einfach diesen Begriff ein, also Google Search Console. Und dann sollten wir bei search.google.com landen. Hier, falls du noch nicht eingeloggt bist, müsstest du das erstmal erledigen. Ansonsten siehst du irgendwas, ihr könnt es auch mal in einem neuen Tab, quasi in einem anonymen Tab aufmachen, das ist search.google.com/search-console, genau, das ist richtig. So sieht es quasi aus, wenn du nicht eingeloggt bist und dann sagst du einmal, du möchtest jetzt quasi beginnen, start now, und dann musst du dich hier bei Google einloggen. Nachdem du das gemacht hast, fragt er dich wahrscheinlich, ob du direkt eine Property registrieren willst. Das können wir jetzt aber im eingeloggten Zustand zusammen machen. Das heißt, wir gehen hier oben quasi auf die Auswahl und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Property hinzuzufügen. Du bekommst jetzt hier die Option, ob du die Domain insgesamt einfügen willst. Das wird hier als neues Feature verkauft, obwohl es auch schon 3 Jahre alt ist. Oder als URL-Präfix. Prinzipiell ist diese DNS-Bestätigung, die du brauchst für die Domain, ein bisschen kompliziert. Aber wenn du meiner kompletten Anleitung gefolgt bist, bist du bei AllInkl gehostet und dann ist das sehr, sehr einfach. Wir sagen jetzt, wir haben leos-farbwelt.de und dann gehen wir auf Weiter. Anschließend versucht jetzt diese Property zu bestätigen. Und dazu sollen wir diesen TXT-Eintrag in die DNS-Konfiguration unserer Seite einfügen. Dazu kopieren wir uns das jetzt und gehen zurück in das Kundenadministrationssystem. Das ist bei AllInkl ein bisschen altbacken, aber voll funktional. Hier gibt es jetzt den Punkt Tools und unterhalb von Tools haben wir jetzt hier DNS-Einstellungen. Falls die bei dir nicht auftauchen, ist es wahrscheinlich der Fall, dass du im privaten Tarif von AllInkl bist. Das ist erst ab dem Privat-Plus-Tarif enthalten. Pro-Tipp, du kannst dem Support von AllInkl schreiben, hey yo, wir brauchen diesen einen DNS-Key, könnt ihr den bitte für uns eintragen? Und in mindestens 50% der Fälle macht es der Support für dich kostenlos. Das heißt, du kannst dir quasi den etwas teureren Vertrag ersparen und kriegst trotzdem die Leistung. Kann man so machen, er ist bei uns jetzt nicht wirklich notwendig, denn wir haben den Privat-Plus.
Du gehst dann auf deine Domain, also die leosfarbwelt.de ist es bei uns, und sagst hier bearbeiten. Jetzt darfst du dich nicht von diesen ganzen Sachen hier verwirren lassen. Du sagst einfach hier oben neuen DNS-Eintrag erstellen. Du brauchst hier gar nichts einzutragen. Gehst beim Typ auf TXT, das kommt hier unten. Und dann bei Data copy-pastest du einfach nur das, was du bei Google bekommen hast. Also das, was hier stand, einmal in die Zwischenablage rein und dann hier entsprechend wieder einfügen. Das war es eigentlich auch schon. Das Ganze dauert jetzt 1-2 Minuten, bis das quasi an die DNS-Server im Netz, ich glaube, das S steht übrigens schon für Server, also an die DN-Server im Netz propagiert wird, damit die jetzt, das ist alle Bescheid wissen. Aber wenn man hier 1-2 Minuten wartet, reicht es meistens schon, weil Google selbst natürlich dauerhaft diese Teile abfragt, um diese ganzen Einträge zu bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier zurückgehen und sagen jetzt, wir möchten es bestätigen. Und in vielen Fällen ist es auch dann direkt der Fall. Wir sehen es hier auch. Wir haben hier keinen Cut gehabt und sind sofort hier. Und dann können wir sagen zur Property. Jetzt ist unsere Seite mit der Google Search Console verbunden. Wir haben hier noch keine Leistungsdaten. Das passiert erst nach kurzer Zeit. Wir haben auch schon ein Sicherheitsproblem, was nicht so toll ist. Und er sagt uns, er hat hier schädliche Inhalte gefunden. Das ist extrem seltsam. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Wir gucken mal, was bei irreführenden Seiten steht. Und er sagt, Nutzer sollen zu gefährlichen Handlungen verlitten werden. Okay, wir könnten mal sagen, Überprüfung anfordern. Und normalerweise sieht man jetzt irgendwo in dieser Übersicht, in der Search Console, welche Seiten das eigentlich sein sollten. Da wir aktuell irgendwie 2 oder 3 Seiten insgesamt erst haben, klingt das extrem widersprüchlich für mich. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich das sehe. Ich würde einfach mal sagen, alle Probleme wurden behoben. Wir tun jetzt einfach mal so, ob das der Fall ist. Und dann schreiben wir hier, es handelt sich um eine frische WordPress-Installation. Punkt. Ja. Und dann sagen wir Antrag senden, dann gucken wir mal, ob was zurückkommt. Ansonsten haben wir die Chance, dass im Fehlerbericht entsprechend irgendwas steht, was wir denn angeblich gemacht haben. Das sieht man auch später mal hier bei Übersicht normalerweise, was eigentlich los ist auf der Seite. Wir möchten hier noch eine Sache machen und das ist quasi, dass wir die Sitemap einreichen. Die Sitemap wurde hier automatisch eingereicht, das scheint das RankMath-Plugin für uns erledigt zu haben. Er hat ja auch 3 Seiten erkannt, das ist das Impressum, die Datenschutzseite und die Hauptseite. Dementsprechend steht die Chance ziemlich schlecht, dass eine von den Seiten irgendeine fehlerhafte Aufforderung macht, aber wir werden sie ja bald sehen. Man kann die auch nochmal anklicken, dann sieht man hier so, wann die zuletzt gesehen worden sind. Und man kann sich hier auch die Seitenindexierung zu einem späteren Zeitpunkt mal ansehen, wenn quasi alles fertig verarbeitet worden ist von Google. Damit sind wir aber hier eigentlich schon fertig. Die Google Search Console, was macht die eigentlich? Können wir noch kurz darauf eingehen? Die erklärt dir, nachdem jetzt natürlich die Seite erstmal fertig erfasst worden ist, wie deine Seite bei Google, also in der Google-Suche auftaucht, wie die dort dargestellt wird. Und dann sagt er dir zum Beispiel, welche Suchbegriffe Leute eingegeben haben, die am Ende auf deiner Seite gelandet sind. Das heißt, du brauchst jetzt zum Beispiel kein Google Analytics, das auch DSGVO-konform technisch ein bisschen bedenklich ist. Da musst du das mit der Cookie Notice koppeln. So haben wir ein Video, habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Ja, das verlinke ich dir gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber du kriegst auch so schon Informationen raus, was denn so bei Google passiert mit deiner Seite, sobald du eben hier ein bisschen gewartet hast. Wir sind jetzt hier soweit durch und haben jetzt aus meiner Sicht die 2 wichtigsten Grundlagen für das Thema Suchmaschinenoptimierung gelegt. Wir haben einmal das Tool mit der Search Console, das uns Informationen an die Hand gibt, und zum anderen haben wir auf unserer Seite selbst das Tool mit RankMath, das es uns jetzt erlaubt, immer dafür zu sorgen, dass wir gut gefunden werden. Abschließend möchte ich dir noch zeigen, wie das aussehen kann, wenn du jetzt einen normalen Blog schreibst, also regelmäßig Artikel veröffentlichst. Denn regelmäßiger, guter Content ist die beste Möglichkeit, um bei Google gut zu ranken. Dazu gehen wir jetzt mal auf meine Projektseite DB Tutorials, auf der wir hier einen Post haben. Auf der Seite haben wir immer Anleitungen, wie du quasi mehr aus deiner WordPress-Seite herausholen kannst oder Fehler auf deiner Seite beheben kannst. In dem konkreten Fall haben wir einen Artikel, der geht zum Thema Verbindung nicht sicher. Das ist eine Fehlermeldung, die man sieht, wenn das SSL-Zertifikat eben nicht mehr gültig ist. Wir haben das auch als Focus-Keyword hier angegeben. Und dementsprechend sollte das natürlich im Titel vorkommen. Wir können uns das Snippet nochmal anschauen. Das sagt hier Fehlermeldung, Verbindung nicht sicher, bei WordPress Website beheben. Ist ein bisschen zu lang eigentlich. Wir könnten das Webseite hier weglassen. Dann kommen wir hier auf 61. Man kann dann auch immer noch dafür sorgen, dass man mit alternativen Schreibweisen arbeitet. Zum Beispiel können wir das testen, ob vermeiden kürzer ist. Ist aber nicht der Fall. Beheben ist eigentlich schon ein guter
Guter Begriff aus meiner Sicht. Der ist auch noch ein Zeichen zu lang. Das ist normalerweise jetzt kein Riesenproblem. Diese drei Punkte am Ende ist nicht so schlimm. Hier kann man dann in der Description das Ganze nochmal wiederholen. Oder was auch immer super sinnvoll ist, ist, dass man nochmal eine alternative Schreibweise verwendet. Das geht auch grundsätzlich. Ja, wenn man zum Beispiel hier vorher, ja, hier können wir eigentlich Fehler nur schreiben, das geht. Fehlerverbindung ist sicher bei WordPress beheben. Das funktioniert. Und dann könnten wir unten zum Beispiel Fehlermeldung eintragen. Genauso ist es sinnvoll, gerade wenn man jetzt im Webbereich unterwegs ist, dass man auch mal in dem Beitrag selbst die englische Formulierung unterbringt. Denn auch deutsche User, die einen deutschen Artikel suchen, geben vielleicht die englische Fehlermeldung ein. Es geht also darum, dass du zum Beispiel alternative Schreibweisen oder umgekehrte Reihenfolgen, ja, also dass du eben nicht schreibst, es war nicht Verbindung nicht sicher, sondern dass die Anfrage zu deiner Webseite mit der Fehlermeldung nicht sicher beantwortet wird oder irgendwas in dieser Richtung. Das heißt, du versuchst nochmal alternative Schreibweisen zu finden, was jemand eingeben könnte. Ansonsten sehen wir hier, die Basic SEO Sachen sind alle ziemlich gut. Der Content ist hier auch lang genug. Das wird hier diesmal auch mit einem Checkmark, einem grünen, ausgestattet. Bei den Additional Optimierungsoptionen sagt er uns jetzt, dass die Keyword Density nur 0,43 ist. Das ist immer ein bisschen schwierig, dafür zu sorgen, dass sich der Artikel noch natürlich liest und gleichzeitig diese Keyword Density hochzutreiben. Denn wenn du in jedem zweiten Absatz wieder erwähnst und jetzt hast du gelernt, wie du den Fehler Verbindung nicht sicher behebst und dann kommt irgendwie der vorletzte Absatz, hast du immer noch Fragen zum Thema Verbindung nicht sicher? Also du kriegst es natürlich künstlich immer wieder in deinen Text rein, aber irgendwann wirkt es halt auch zu unnatürlich. Und diese Balance hinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Trotzdem scheint mir das jetzt hier ein bisschen wenig zu sein, wenn es nur viermal vorkommt. Man kann natürlich nochmal in den Artikel selbst reinschauen. Da kommt es jetzt aktuell logischerweise ganz oben vor. Und dann haben wir hier nochmal Verbindung nicht sicher in diesem Text. Und dann hier unten kommt es wahrscheinlich kaum noch vor. Ja, man könnte jetzt hier zum Beispiel schreiben, ohne ein SSL-Zertifikat hast du keine Chance, die Fehlermeldung Verbindung nicht sicher wegzubekommen. Du siehst aber schon, es kommt mir selbst auch so ein bisschen affig vor, immer so künstlich diese Formulierung unterzubringen. Am Ende des Tages bringt dir das aber wirklich was, wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht. Ich versuche mir im Zweifel Inhalte mit richtig viel Mehrwert zu erzeugen und dann ist es meistens so, dass sich das SEO so ein bisschen in den Hintertür quasi rückt und nicht so wichtig ist für mich. Ist manchmal aber sinnvoll, das genau andersrum zu machen. Ja, man bekommt dann einfach mehr Aufrufe auf seinen Seiten. Okay, das ist also die Keyword-Dichte. Hier wird noch darauf hingewiesen, dass wir die URL etwas kürzen könnten. Da ist es grundsätzlich so, dass sich das nur empfiehlt, wenn du den Artikel das erste Mal einstellst. Wenn der Artikel jetzt schon bei Google rankt und du dann im Nachgang die URL irgendwie kürzen willst, musst du auf jeden Fall daran denken, dass du eine Weiterleitung einrichtest, sonst schneidest du dir ins eigene Fleisch, was natürlich nicht so sinnvoll wäre. Ansonsten haben wir hier die Title Readability, das sagt, unser Title ist sehr gut lesbar. Und hier kommt ein super schöner Hinweis, und zwar ist das einmal das Power Word. Ja, Power Words ist eins der liebsten SEO-Maßnahmen, die RankMath empfiehlt. Wir können uns hier auch nochmal die Dokumentation anschauen. Und zwar sagt er quasi, wenn man gewisse Worte in den ersten Absatz, in die Überschrift mit reinnimmt, kommt es vor, dass man einfach wesentlich mehr Klicks bekommt auf die Seite. Und hier gibt es quasi nochmal einen eigenen Amazing Guide about Power Words. Und dann sagt er uns eben zum Beispiel, wir können eben sowas machen, ein Seductive Power Word, also etwas Verlockendes. Und dann ist zum Beispiel New im Titel drin. Ja, wir haben jetzt diese neue Anleitung zu dem Thema so und so. Und dann kommt es direkt vor, dass Leute das häufiger klicken. Es klingt ein bisschen absurd, ist aber das so. Genauso kann das Wort Free oder Kostenlos natürlich dafür sorgen, dass die Leute dann sofort auf den Artikel klicken, weil die Leute immer alles kostenlos haben wollen, ist ja klar. Und so weiter und so weiter. Also du siehst hier, es gibt hier sehr viele Studien, die sogar noch dazu gepackt worden sind, in denen quasi belegt wird, dass jetzt einer von diesen Titeln am besten ist. Und das wird dir alles in dieser Anleitung etwas näher beigebracht, also das Powerword. Ich weiß nicht mal hundertprozentig sicher, was das Powerword bei uns genau ist. Beheben vielleicht, ich weiß es nicht, es kann auch sein, dass Fehler hier irgendwie das Powerword sein soll. Ansonsten sagt er uns auch, dass unser SEO-Title keine Number beinhaltet. Eine Zahl im Titel deines Beitrags weist im Normalfall immer darauf hin, dass dein Beitrag irgendeiner Art von Struktur folgt. Es heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Artikel hast und der heißt die besten SEO-Tipps zum Einstieg versus einem anderen Artikel, der heißt die
10 besten SEO-Tipps zum Einstieg, dann wird der zweite Titel häufiger geklickt. Die Leute wissen unterbewusst, dass dein Artikel gut strukturiert sein wird, wenn du von Anfang an sagst, es gibt 10 Tipps in diesem Artikel. Die Leute wissen außerdem, dass dein Artikel enden wird. Das ist auch ganz sinnvoll, weil in der heutigen Gesellschaft von TikTok Reels und Instagram und sonst was die Leute meistens nur eine halbe Minute Zeit haben und dann schon wieder Swipe Right machen oder nach oben quasi. Das heißt, wenn du jetzt eine Doktorarbeit schreibst über Suchmaschinenoptimierung, dann gibt es dafür eine Zielgruppe, die ist aber wesentlich kleiner als die Zielgruppe, die jetzt auf einen Schlag 10 knapp präsentierte Tipps haben will und die klicken dann eben eher darauf. Es klingt ein bisschen wie ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, ist aber eine Tatsache. Und ansonsten ist es auch für dich ganz gut, du hast eine klare Struktur, wenn du von Anfang an sagst, wir haben hier die 5 besten Tipps, die 7 unschlagbaren Geheimnisse und so weiter zu deinem Thema eben. Deswegen ist eine Nummer im Titel automatisch auch schon wieder ein kleines Rezept, um dafür zu sorgen, dass mehr Leute zu dir kommen, zu deinem Content kommen. Ansonsten haben wir jetzt keinen Table of Content, bin ich kein Fan von, bei unserem Fall im Speziellen. Also es geht quasi um ein Inhaltsverzeichnis, das den Leuten sagt, wir haben zum Beispiel erst Installation, dann kommt die Konfiguration und zuletzt kommt die Fehlerbehebung oder irgendwie sowas. Das machen wir eher nicht, ja, weil bei uns die Tutorials immer einem klaren roten Faden folgen und ich brauche kein Inhaltsverzeichnis, weil meine Tutorials auch so gut genug sind. Aber wenn du eben auf diese 100 Punkte aus bist, könntest du auch das nochmal machen. Dann sagt er uns, mindestens ein Absatz ist zu lang und den könnten wir ein bisschen verkürzen. Das wäre natürlich auch nochmal eine Sache, die könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Aber so funktioniert es grundsätzlich. Ja, also das ist grundsätzlich die Idee dahinter, wie du dafür sorgst, dass deine Beiträge, die du im Blog schreibst, richtig gut auf Suchmaschinen optimiert sind. Was du ansonsten noch machen solltest, ist, dass du für jeden Beitrag ein neues Fokuswort findest. Also das heißt, selbst wenn du jetzt Coach bist und du machst irgendwie Unternehmensberatung in Nürnberg, ist es nicht sinnvoll, dass jeder deiner Beiträge auf Unternehmensberatung Nürnberg optimiert ist, sondern dann kannst du eben zum Beispiel sowas machen wie Mediation Nürnberg, Umsatzsteigerung Nürnberg oder neue Zielgruppen erschließen Nürnberg. Irgendwelche solche Sachen. Das Nürnberg muss auch nicht immer im Namen drin sein, gerade wenn du natürlich überregional aktiv bist. Aber wichtig ist einfach, dass du begreifst, du willst nicht nur auf einen einzigen Begriff ranken. Dafür packst du dir vielleicht einen Beitrag und eine Hauptseite oder nochmal eine Landingpage dazu und dann reicht es normalerweise. Und dann willst du mit deinen anderen Beiträgen, mit deinen anderen Unterseiten, die du auf deiner Webseite hast, auf andere Suchbegriffe, die eben ähnlich sind, ranken. Und das bringt dir unter dem Strich am Ende den meisten Traffic. Das ist also die beste Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass du da so ein bisschen steil gehen kannst mit deiner Seite mit relativ moderatem Aufwand. Wir bekommen auf diese Seite regelmäßig Klicks, weil wir eben 2-3 Artikel haben, die sich auf relevante Themen oder um relevante Themen drehen, auf die wir auch so ein bisschen unseren ganzen Inhalt hier ausgerichtet haben. Und das war wirklich quasi einmaliger Aufwand, teilweise vor Jahren. Und wir kriegen heute noch die Klicks und teilweise dann auch Anfragen in unser Business rein, wo Leute sagen, hey, ich habe mir das durchgelesen, super hilfreich, ich habe jetzt trotzdem noch ein Problem. Könnt ihr mir dabei helfen, diese Fehlermeldung, Verbindung nicht sicher wegzubekommen? Und so kannst du dann logischerweise über ein bisschen Suchmaschinenoptimierung sogar Umsatz in der Firma generieren. Das soll jetzt aber gewesen sein zum Thema Einstieg in Suchmaschinenoptimierung. Ich hoffe, du hast 1-2 Tipps mitgenommen. Falls ja, würde es mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Wir haben ja auf dem Kanal noch zahlreiche andere Tutorials, wie wir dir erklären, wie du mehr aus WordPress rausholst. Wir haben jetzt quasi unsere komplette Serie einmal abgeschlossen, wie man eine Seite von Grund auf ohne Fachkenntnisse erstellt und auch dafür sorgt, dass sie jetzt ein bisschen besser bei Google und Co. rankt. Welches Thema wünschst du dir als nächstes? Gibt es irgendwelche Fragen, die noch aufgekommen sind? Hinterlasse einfach einen Kommentar. Ich gehe gern drauf ein und melde mich bei dir zurück und sorge dann auch dafür, dass deine Seite auch noch etwas steiler gehen kann. Dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Mach's gut. Bis dann.